So, es geht jetzt darum, die Fläche eines Parallelogramms zu berechnen, das von den Vektoren 2, minus 4, 6 und minus 1, 2, minus 3 erzeugt wird. Was müssen wir machen, um dessen Fläche zu rechnen? Ja, bitte? Jo, also zunächst mal das Vektorprodukt von dem rechnen und dann den Betrag. Gut, das ist das mal den minus das mal den nach unten. Das mal den minus das mal den nach oben. Das mal den minus das mal den in die Mitte. So, was kommt da jetzt für ein Vektor raus? Was kommt da für... Ja, bitte? 0, 0, 0. So, warum kommt da jetzt der 0, 0, 0 raus? Ja? Gut, und das heißt, unser Parallelogramm sieht irgendwie so aus und hat damit natürlich automatisch Fläche. Gut. So, dann machen wir noch einmal eine Aufgabe, machen Sie mal weg. Und zwar hat mein